Tja, dem grünen Parteichef Cem Özdemir, dem reicht das inhaltlich noch nicht ganz. Der möchte noch mehr Antworten und vielleicht noch klarere Zahlen, so wie sie immer wieder hin und her gehandelt werden. Aber er freut sich über einen Effekt, den Herr Schulz für die SPD und für Deutschland herbeiführen möchte. Wir freuen uns, dass mit Martin Schulz im Wahljahr Bewegung ins Parteiengefüge gekommen ist. Das ist erstmal gut für die Demokratie. Gut ist vor allem auch, wenn er Stimmen von der AfD zurückholt und gewinnt für unsere Demokratie. Das ist zum Wohle der ganzen Gesellschaft. Solidarität, wie wir sie wollen allerdings, ist mehr als eine Bedienung von bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, sondern sie weiß, dass Teilhabe, das Zusammenleben tatsächlich auf ein paar andere Dinge noch angewiesen ist, nämlich auf eine Anstrengung für gemeinsame öffentliche Räume. Das heißt, von der Kita über die Schule, vom Stadtteil bis zum Kampf gegen Kinderarmut. Alles das gehört auch in den Gerechtigkeitsdiskurs dazu, wie wir ihn uns vorstellen. Und das Angebot mit dem fairen Wahlkampf, das trifft bei uns allein schon deshalb auf offene Ohren, weil wir das ja auch schon sehr frühzeitig gemacht haben und uns auch daran halten wollen. Aber es ist eben auch klar, einen wirklichen Wandel, den wird es nur mit uns geben. Wir sind jetzt in der Phase, wo es nicht mehr darum geht, mit wem wird Merkel Bundeskanzlerin, sondern wir sind jetzt in der Phase, wird die große Koalition des Streits und des Stillstands künftig von Frau Merkel weiterhin oder von Martin Schulz geführt. Die nächste Phase, in die wir eintreten wollen, ist eine, wo es um Politikwechsel geht, wo es um Veränderung geht. Und diesen Wechsel, diese Veränderung, die kann es nach Lage der Dinge nur mit Bündnis 90 die Grünen geben. Und da müssen wir feststellen, da ist der Martin Schulz auf dem grünen Auge genauso blind wie Angela Merkel. Retroindustrialismus der Sozialdemokraten wird auch die Wirtschaft nicht in die Zukunft tragen und nicht dafür sorgen, dass zukunftsfähige Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Schließlich haben wir uns beschäftigt mit dem anstehenden Referendum in der Türkei und mit den Implikationen für das Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland. Wir machen uns große Sorgen, was das bedeutet für das Zusammenleben hier, für das Vertrauen zueinander von Deutsch-Türken zur Mehrheitsgesellschaft und umgekehrt. Unser Eindruck ist, dass Erdogan die Deutsch-Türken hier quasi in Geiselhaft nimmt. Alles das, was er da macht, wie zuvor in anderen Ländern, nützt nur den Populisten, führt dazu, dass die Ränder gestärkt werden. Er selber wird dann ähnlich, wie es in der Frage des Umgangs mit Russland oder auch im Verhältnis zu Israel gemacht hat, wenn es für ihn opportun erscheint, einen radikalen Kurswechsel vollziehen. Da hat er ja keinerlei Skrupel. Und es ist zu befürchten, dass wenn die Deutsch-Türken ihre Mission erfüllt haben aus Sicht von Erdogan, dass er sie dann fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Was sich allerdings dann nicht ändern wird, ist, dass ihre erste Heimat nach wie vor in der Bundesrepublik Deutschland sein wird und auch die Lösung ihrer Probleme hier in dieser Gesellschaft zu suchen ist. Kein türkischer Minister kann auch nur ein einziges Schulproblem von deutsch-türkischen Kindern hier in der Bundesrepublik Deutschland lösen. Das kann ausschließlich nur hier in dieser Republik durch eine Zuwendung und Hinwendung zur Bundesrepublik Deutschland gelöst werden. Die Computermesse wird heute in Hannover eröffnet. Wir sind stolz darauf, dass sich dort viele Unternehmen präsentieren, die sich auch im internationalen Vergleich keineswegs verstecken müssen. Auf der einen Seite mit einer großen industriellen Tradition und auf der anderen Seite aber mit zunehmend digitalen Geschäftsmodellen, die eben auch international bestehen können. Wenn man dann die Bundesregierung im Kontrast dazu sieht, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Stendhal Dolnys Buch von Anfang der 80er mit der Entdeckung der Langsamkeit offensichtlich die Digitalisierungsstrategie der Großen Koalition beschreibt. Wir Grüne haben ja viel Sympathien für Entschleunigung, aber vielleicht nicht unbedingt beim Thema Digitalisierung, nicht unbedingt beim Thema Computer. Da sollte es doch etwas schneller vorangehen. Der Fachkräftemangel muss endlich zur Chefsache erklärt werden. Wir brauchen Köpfe, nicht nur im Bereich Technik, digitale Infrastruktur, sondern wir müssen dringend dafür sorgen, dass die Weiterbildung entsprechend angepackt wird mit mit einer Ausbildungsinitiative gleich von Beginn an. Das ist ein zentraler Punkt, gerade für unseren Mittelstand. Zweitens muss Deutschland beim Breitbandausbau dringend auf die Überholspur. Auch dort haben wir einen praktischen Vorschlag. Wir wollen die Telekom-Aktien aus dem Bundesbesitz
Pi mal Daumen rund 10 Milliarden Euro verkaufen und das Geld gezielt in den Breitbandausbau stecken. Da haben ländliche Räume was davon, da hat die Wirtschaft was davon, da hat jeder Bürger und jede Bürgerin was davon, wenn wir schnelles Internet haben.